Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein spezielles Unboxing für dich, denn heute ist die Birch Box als Tasche bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser extrem gut duftenden Tasche verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Birch Box ist eine Box aus Frankreich und dort ist es so, dass die im Juli, August irgendwie so mega lange Ferien haben oder irgendwie so eine ganz lange freie Zeit haben. Deswegen haben sich die Leute von der Birchbox genauso überlegt, wie auch die Leute von der My Little Box, was ja auch eine französische Box ist, die Juli- und Augustbox in einer Box zusammenzufassen. Das heißt, du zahlst normalerweise ja pro Monat 16,90 Euro und bekommst dann halt auch entsprechend so 5 Beauty-Produkte in einer kleinen Größe. Und hier ist es so, dass du dann die doppelte Menge bekommst im Juli, es ist Juli, und aber auch das Doppelte an Geld bezahlt hast. Genauso ist es aber auch bei der My Little Box, das heißt, du bekommst 2 Monate in einer Box. Genau, ich war sehr erstaunt darüber, dass ich dann die E-Mail-Nachricht bekommen habe, aber von der My Little Box haben wir genau so eine Nachricht bekommen. Deswegen, ja, scheint es da halt wirklich normal zu sein. Und man konnte sich seine Lieblingsfarbe aussuchen. Und ich glaube, ich habe tatsächlich auch so ein Rot oder so gewählt, sodass ich dann halt auch so eine rote Tasche bekommen habe. Das heißt, die hat man schon mal direkt mitbekommen. Escale. Heißt es eskalieren? Ich weiß es nicht. Mal gucken, ob wir damit eskalieren werden. Die Birchbox hat auch einen Online-Shop und dort kann man die Produkte nachbestellen. Die haben da auch ganz so ganz normale, bei uns in Deutschland bekannte Marken wie MAC und so weiter drin. Also in der Infobox hast du auch einen Link zu der Box, wenn du sie vielleicht auch abonnieren möchtest zum Beispiel. Dann bekommst du nämlich ein bisschen Rabatt und ich bekomme ein bisschen Points, die ich sammeln kann, um dann in diesem Online-Shop einkaufen zu gehen. Und wenn man die Box abonniert, bekommt man auch noch generell Rabatte in diesem Online-Shop. Ne? Es ist alles ein bisschen bei der Birchbox, finde ich, sehr, sehr kompliziert. Teilweise hast du dann auch so französische Nachrichten, die du bekommst oder Nachrichten, die auf Deutsch, Französisch und Englisch sind. Also alles so Kuddelmuddel. Deswegen bin ich super gespannt, ob jetzt in der Box etwas Deutsches drin steht, wie eigentlich meistens. Hast du auch ein deutsches Inlay mit drin und ich laber schon wieder. Oder ob es Französisch ist, weil ich hatte tatsächlich schon mal eine Limited Edition Box, die demnächst noch online kommen wird, wo alles auf Französisch war. Das war ein bisschen verrückt. Okay, wie gesagt. Wir haben einen Beutel, den wir jetzt einmal öffnen. Er ist schwer. Ich war sehr verwundert, dass es zum einen ein Beutel ist und zum anderen, dass es ein sehr flacher Umschlag war. Also nicht Umschlag, sondern Karton war. Normalerweise hast du nämlich eine Box. Genau, ich habe es aufgemacht und wir gucken jetzt einfach mal rein, beziehungsweise ihr dürft erstmal reingucken. Und du hast hier Produkte von guten Marken, so als Probiergrößen. Und das hat die Birchbox dann ein bisschen anders gemacht als andere Beautyboxen, sage ich mal. Und ich greife rein und greife zuerst raus. Möchte ich nicht erstmal das Heftchen haben, wo drin steht, was drin ist? Ich glaube schon. Genau, weil da sind dann auch die Preise mit abgebildet. Ach, guck mal, diesmal ist es zum Aufklappen. Das ist doch praktisch. Also hier steht jetzt nicht irgendwie so ein Motto oder keine Ahnung, irgendwie so großes Rampampam. Hier steht einfach nur zu jedem Produkt das einzelne Gedöns mit bei. Und das finde ich cool. Das heißt, wenn ich nicht weiß, was es ist, weil es vielleicht nicht auf Deutsch draufsteht, dann steht es im Heft. Das finde ich gut. So, das erste Produkt ist von Cadalys Sustainable Banana Science. Oh, ich liebe Banane. Oh, Gentle Pink Banana Micella Gel. Face, Eyes, Lips. Ach, guck mal, das ist ein Gel, um dein Gesicht zu reinigen und vielleicht auch dein Make-up zu entfernen. Das wäre ja cool. 100 ml sind hier drin und ich glaube nicht, dass es eine Probiergröße ist. Ich denke, das ist eine Full-Size-Größe. Und da gucke ich doch lieber mal in mein Heftchen rein. Guck mal, das kostet nämlich normalerweise 15 Euro und wenn du eine Abonnentin bist, dann kostet das 12,75 Euro. Ja, das ist eine Limited Edition. Dieses 100% natürliche Micellenreinigungsgel entfernt Make-up und befreit deine Haut von Unreinheiten. Seine Wirkstoffe. Der bioaktive Rose-Banana-Komplex. Hä? Wie geil. Ich liebe Rose und ich liebe Banane. Rizinusöl und Reiskleieöl. Der perfekte Cocktail zum sanften Entfernen von Make-up. Ergebnis? Frische und pralle Haut. Strahlender als je zuvor. Sein Geheimnis? Sein sommerlicher Duft, fruchtig und blumig, lässt dich das Leben rosarot sehen. Süß, oder? Herrlich. Okay, ja. Das machst du einfach dann aufs Gesicht, wäschst es mit Wasser ab und dann läuft der Lachs, dann läuft das Ganze. Finde ich cool, doch. Und ich glaube, das ist auch das, was hier diesen Duft versprüht, oder? Das riecht irre gut. Ist es hier noch zu? Aber es riecht wirklich toll.
sehr, sehr angenehm. Ich mag sehr, sehr gerne Rose. Das riecht vor allem nach Rose. Banana liebe ich auch. Ich habe jetzt aktuell das Banana Hair Food, was ich als Haarkur verwende. Also das ist schon mal ein gutes Produkt. So, dann greifen wir mal rein und nehmen das nächste raus. Da haben wir von Algologie Amour France Creme de Vague. Creme Hydra Fondant. Hydra Tender Cream. Okay, das sind 20 Milliliter hier drin. Apply morning and evening to face, neck and décolleté. Avoid contact with eyes. Also das ist dann wirklich wohl eine hydratisierende Gesichtscreme. Boah, das riecht aber auch so gut. Also entweder ist hier irgendwas drin, was alles in einen mega krassen Duft hüllt. Oder es ist auch verschlossen hier noch. Oder die Produkte an sich riechen wirklich so geil. Also das riecht gut. Okay, das soll dir auch wirklich nur noch Frische geben, was im Sommer ja perfekt ist. Pluspunkt, ihr himmlischer Duft. Okay, das riecht dann wohl wirklich nach irgendwas Bestimmtem, ne? Finde ich klasse. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwie Parfümstoffe oder sowas drin sind. Das steht dann natürlich alles nochmal sowohl hier in der Inhaltsliste hinten drauf, als auch auf der Homepage. Also da sieht man das alles nochmal in größer, wenn man hier nicht so nah dran gehen möchte. Also das ist schon mal cool. Gesichtscreme, Gesichtsreinigung, so kann das schon mal weitergehen. Dann haben wir Trésor Solaire von Rare oder Rare Paris. Apaisu Soothes. Das scheint Masque Visage en Cellulose Ecologique. Das ist eine Gesichtsmaske, was dein Gesicht mit Feuchtigkeit versorgen soll. Ja, und das ist eine Full-Size-Größe, weil ich glaube, sowas kriegst du ja gar nicht in Reisegrößen im Prinzip, ne? eine beruhigende Gesichtsmaske. Diese Maske ist eine rare Perle, der perfekte Komfort für deine Haut nach einem langen Tag in der Sonne. Was sie macht? Sie beruhigt und entlastet die Haut. Sag Bye-bye zu Irritation, Rötung und Ziehen der Haut. Ihre Aktivstoffe? Vitamin E und Arnika mit entzündungshemmenden, antioxidativen und beruhigenden Eigenschaften. Vitamin E und Arnika, das sind schon mal sehr gute Geschichten, also das wird ausgetestet. Richtig cool. Ja, sobald eine Maske in einer Box mit drin ist, ist für mich eh schon hellebest, ne? Dann haben wir hier von Cherie Daily Hair Care. Okay, das ist für die Haare wieder was? Ne, wieder ist gut. Das ist jetzt was für die Haare. Wir hatten nur nichts für die Haare. Okay, du träumst von einem Produkt, das endlich deinen Frizz zähmt. Diese Leave-In-Behandlung spendet Feuchtigkeit und nährt bis ins Haarinnere für weiches, kräftiges Haar. Mit Feigenkaktusöl. Das ist interessant. Und das finde ich gut. 96% natürliche Inhaltsstoffe. Auch das finde ich nett. Also das ist einfach ein Leave-In-Ding. Hier sind drin 25 Milliliter. Und das lässt du in den Haaren. Riecht jetzt so nach nichts. Ich meine, Frizz habe ich jetzt so nicht wirklich, weil woher, ne? Aber wenn es Feuchtigkeit spendet, dann kann ich das auch als Leave-In einfach drin lassen. Da habe ich jetzt aktuell eins von Botanical Fresh oder sowas. Auch sehr, sehr gut. Und ja, hier haben wir kein Klebi, das heißt, wir können hier ordentlich riechen. Ja, es riecht schon nach Kaktus so ein bisschen, ne? Nach säuerlicher Frucht, sage ich jetzt einfach mal dazu. Aber finde ich gut. Haben wir auch ein Haarprodukt mit dabei. Wenn jetzt noch dekorative Kosmetik kommt, dann sind wir ja fast schon komplett abgefrühstückt. Und was für den Körper brauchen wir noch? Okay, Polar Fluid Solaire 50+. Richtig gut. UVA und UVB 20 ml Sun Lotion. Very High Protection. Ich glaube, das hatten wir letztens schon mal in der Box mit drin. Und das ist meiner Meinung nach fürs Gesicht. Gucken wir mal, wo da hier was kommt. Ja, Sonnenfluid, Gesicht und Körper. Das kannst du auch für den Körper verwenden. Das heißt, wir haben jetzt auch schon ein Körperprodukt. Richtig gut. Und es passt halt auch einfach zum Sommer, weil Lichtschutzfaktor 50+ ist mein Ding. Seien wir ehrlich, zwischen schöner Bräune und einem ganz schönen Sonnenbrand liegt nicht viel. Ja, schaut euch mal mein Orsay-Haul an. Ich hab's, ja, verkackt. Aber mit dieser Creme bist du immer auf der sicheren Seite. Ja, das ist einfach eine ganz gute Geschichte fürs Gesicht. Polar und ich, wir sind jetzt nicht so die besten Freunde, ne? Also bislang, alles, was ich von Polar verwendet habe, hat bei mir nicht so gut funktioniert. Entweder habe ich da so ein bisschen gerötete Haut von gekriegt, also Reizung, ne? Also das hat mir irgendwie nicht so richtig gefallen oder es hat mir nicht die Feuchtigkeit gespendet, die ich brauche. Vielleicht probiere ich das aber aus. Mal gucken. Ich meine, Lichtschutzfaktor 50+ ist geil, ne? Das kann ich auch gut gebrauchen. Dann haben wir hier etwas wieder für die Haare. Das riecht doch so gut. Da hatte ich mal ein Shampoo von, das riecht so gut. Beaver Anti-UV Cherry Blossom Aroma Mist. Ja, du riechst so. 30 Milliliter. Das ist ein Spray für die Haare wahrscheinlich, oder? Hätte ich jetzt mal so gedacht.
Riechst du so gut? Ich muss dich gleich mal austesten. Ja. Dieses köstlich duftende Spray wird dich diesen Sommer niemals verlassen. Was es macht, es schützt dein Haar vor Sonnenstrahlen und vor Umweltverschmutzung und hinterlässt es glänzend weich und wunderbar. Frisch. Sein Aktivstoff, die Kirschblüte. Ich liebe Kirschblüte. Bekannt für ihre ausgleichenden und weichmachenden Eigenschaften. Ja, gut schütteln, aufsprühen und ab geht die Post. So nach dem Motto. Und ich habe, glaube ich, den Conditioner schon mal gehabt und das roch so gut. Ja, das riecht so gut. Oh mein Gott. Oh, diese Kirschblüte, das ist, als würdest du vor einem Kirschbaum stehen, der gerade blüht. Und es riecht so angenehm. Also richtig, richtig klasse. Das ist halt, wenn man in die Sonne geht oder wenn man, ne? Und dann halt in die Haare, damit die nicht so geschädigt werden davon. Echt gut. Kann ich gut gebrauchen. So, weiter bin ich auf der Suche nach dekorativer Kosmetik. Ich glaube, ich habe sie gefunden, oder? Da ist irgendwas Eingepacktes. Rise La La Lune Clear Light. Ein Sun Powder? Aha. Nein. Oh, was ist das für eine geile Box. Mit Extrakten der Damascena-Rose. Das ist ein Bronzer. Oh mein Gott. Da sind 8 Gramm drin. Das ist ein großes Produkt. Riecht jetzt nicht so nach irgendwas. Also schon so ein bisschen nach Rosengedönsen. Oh. Ja. Light Clear, das bin ich. Ich meine, du gibst ja auch dein Beauty-Profil dort an. Hier wird wohl wirklich drauf geachtet. Das machen nicht alle Boxen. Boah, das hat so einen leichten, satinierten Schimmer. Also das ist klasse. Das ist ein richtig schönes Produkt. Boah, ist der schön. Den mag ich. Krass. Oh, das war nicht gut. Rise Lala, was ist das denn? Das kenne ich nicht. Nee, Rose Lalune heißt das. Ja. Gut, Claudia, du kannst lesen, ich merke das wohl. Es gäbe es theoretisch in 3 verschiedenen Farbabstufungen und bei mir passt tatsächlich hell sehr, sehr gut. Schön gebräunt, ohne das Haus zu verlassen. Dieses in Paris entwickelte Bronzing Powder kümmert sich um alles und zaubert dir einen himmlischen Teint. Es bräunt uns schön, dezent und garantiert einen sommerlichen Teint noch lange nach dem Urlaub. Sein Geheimnis, seine kleinen Perlen, die ein zart schimmerndes Finish bieten. Seine Formel ist mit Rosenextrakten angereichert, was seine Textur unendlich weich macht. Also das muss ich wirklich sagen, es macht es wirklich weich. Also das ist super weich, ne? Sehr, 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 sehr geil. Also mega, mega, mega gut. Also da haben wir unsere dekorative Kosmetik und jetzt bin ich gespannt, was da noch so drin sein soll. Wir haben jetzt ja schon 6 Produkte. Krass, die haben jetzt richtig einen rausgehauen. Okay, Vegan. Nee, das ist nicht die Marke. Sand Therapy. Gelée Après Soleil. Ja, darauf muss man achten. Das ist super wichtig. Ja, mit Aloe Vera. Mega. Also Leute, das ist eine krasse Box. 100 Milliliter sind hier drin. Boah, und auch das riecht richtig gut. Also die haben hier, also ich bin baff. Ich finde das gerade, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich finde das total klasse. Wahnsinn. Okay. Dieses natürliche Gel ist eine willkommene Erfrischung nach einem Tag in der Sonne. Es ist die ultra frische Dosis Komfort, auf die deine Haut gewartet hat. Mit Aloe Vera, bekannt für seine beruhigenden, reparierenden und feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften. Läuft, ja. Oh, auf den ganzen Körper mit Gesicht drauf. Und am besten machst du es dann nochmal in deinen Kühlschrank und geil. Mit 96% natürlichen Inhaltsstoffen. Also irgendwie, diese Box ist für mich, also die Birchbox sowieso, sonst hätte ich die auch nicht abonniert. Also vielen Dank nochmal, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Ne? Ohne euch hätte ich das tatsächlich nicht gemacht. Aber was für geile Produkte hier drin sind. Das ist so, irgendwie fühle ich mich mit der Box einfach wohl. Ne? Natürlich sind es vielleicht mal etwas kleinere Produkte, aber so alles zusammen, das ist so freundlich. Okay, jetzt habe ich hier noch eins. Just Shut Up and Kiss... Nein, ich kann nicht mehr reden. Just Shut Up and Sun Kiss Me von B10. Okay, das ist wahrscheinlich ein Selbstbräuner. Ich habe tatsächlich vor, demnächst ein Selbstbräunungstestvideo zu drehen, hatte aber gedacht, dass ich 3 Produkte habe und sie dann verwenden kann. Habe mir dann für das dritte Produkt auch schon überlegt, weil ich ja nur 2 Beine habe, wie ich wo und wo ich das vor allem anwende. Und habe mich dann für meinen Bauch entschieden. Jetzt habe ich ein 4. Mist, wo kommt das denn noch hin? 30 Milliliter und das ist wohl ein Selbstbräunungsschaum. Ja, wir wollen zwar keine Schaumschläger sein, aber dieses Produkt ist der Hit. Süße Beschreibung.
Oh, der zaubert eine goldene Bräune und ein sommerliches Strahlen im ganzen Körper. Tag für Tag wird deine Haut von einer natürlichen Bräune gezielt. Ja. Aha. Danach gründlich Hände waschen, bla bla. Läuft. Ohne Tierversuche, keine Tricks. Sehr cool. Ja, wird auf jeden Fall mal getestet, ne? Also, sonst muss ich dieses Selbstbräunungstestvideo etwas ausweiten und vielleicht dann doch meine Arme mit dazu nehmen. Incredible. Das hatten wir jetzt auch schon mal in Adventskalendern letztes Jahr mit drin gehabt, aber auch schon mal, ich glaube, in der Glossybox. Be a Roller Baby in your Incredible Rollerball Gloss. Oh, das ist ein Lipgloss. Ja, das sieht ja, ich glaube, das ist wirklich so einer zum Rollen, ne? Claudia, ganz ehrlich, was redest du nur? Ja, das ist ein Lipgloss. Auf so eine Art und Weise finde ich ja geil. Also mein Lippenstift ist schon so ein bisschen abgegangen, weil ich gegessen habe. Gucken wir mal. Ah, oh. Ja, das ist super angenehm, weil du das so auch dann einfach zwischendurch mal machen kannst, wenn du unterwegs bist. Und der ist halt durchsichtig. Null klebrig, das ist wie ein Lippenöl. Angenehm, ich habe jetzt hier übermalt, ist ja nicht schlimm. Finde ich cool. Jetzt habe ich hier natürlich Lippenstift dran, das war ein kleines Fail. Aber es ist ein cooler Lipgloss. Nö, ich weiß nicht, was kostet sowas? 7,10 Euro. Ja, nicht verkehrt. Mini-Verkaufsgröße 7 Milliliter. Jo. Viel größer brauchst du es jetzt eigentlich auch nicht, ne? Back to the 1990s. Da wäre ich jetzt ein Jahr alt. Okay. Entdecke den Roller Baby Lipgloss für ein perfektes Lächeln. Wofür wir ihn lieben, er zaubert üppige, glänzende und zart duftende Lippen. Nee, meine Lippen riechen jetzt nicht nach irgendwas. Und das i-Tüpfelchen erklebt nicht, dein Haar kann also beruhigt sein. Mein Haar? Tatsache. Na, ein bisschen bleibt es dran kleben, aber auch nur minimal, ne? Bei anderen Lipglossen, ja gut, das ist halt sehr zart, ne? Auch von der Konsistenz her. Kleiner Pluspunkt, er ist mit Kokos- und Avocadoöl angereichert für weiche Lippen und einen wunderschönen Zuckermund. Guck mal. Na, da beschwere ich mich nicht, wenn das auch noch pflegt, ne? Lippenpflege und dekorative Kosmetik in einem. Läuft bei mir. Ja, haben wir noch was drin? Ja, nee. Ja, wir haben ja was drin, und zwar den Deckel von dem Cherry Blossom Haargedöns. Läuft bei mir. Okay, wir haben jetzt drin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Produkte. Und das sind halt exakt doppelt so viele Produkte, wie wir normalerweise hätten. Ich bin gespannt über den Gesamtwert und vor allem auch so ein bisschen über die Relation. Ich habe jetzt ja schon zwei Birchboxen ausgepackt und kann auch mal einblenden, was das an Relation war, weil ich mache sowieso so eine Excel-Tabelle, wo ich das Ganze auch vergleiche, einfach um mir das Ganze bewusst zu machen, was die ganzen Produkte wert sind und wie das Ganze sich vielleicht entwickelt hat im Laufe der Zeit. Und hier bin ich einfach gespannt, ob dann der Relationswert auch vielleicht höher ist. Oder ob er genau gleich ist, also ob es dann Latte gewesen wäre, ob man zwei Boxen macht oder halt eine. Das wäre interessant, ne? Ja, ihr Lieben, ich fand das voll gut. Ich finde die Produkte gut. Du bist hier von Kopf bis fast Fuß gut gepflegt. Ich meine, so eine Körperpflege kannst du dir auch auf die Füße aufgeben, ne? Das hat mir gut gefallen. Mensch! Schau, wie gesagt, in die Infobox, da ist ein Link, falls du auch Interesse an der Box hast. Du kannst dich auch auf der Homepage einfach mal umschauen. Wie gesagt, da ist auch ein Online-Shop. Da gibt es, glaube ich, sogar, ja, da gibt es Klinikprodukte, klar, habe ich auch schon gekauft. Und ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.